Liebe Freundinnen und Freunde, die letzten Jahre waren verdammt anstrengend in dieser Regierungskonstellation. Corona, die Folgen des Ukraine-Kriegs und die Auswirkungen des Angriffs der Hamas auf Israel spüren wir in Sachsen genauso wie die wirtschaftliche Situation. Das alles wäre aber noch viel, viel anstrengender gewesen, hätte es uns Bündnisgrüne nicht gegeben. Wir haben gemeinsam dafür gesorgt, dass sich in diesem Land etwas verändert, dass sich Strukturen und Krusten aufbrechen, dass zarte Pflänzlein eines moderneren Freistaates nun auch hier endlich sichtbar sind. Wir haben die Fahne der Freiheit hochgehalten und für Gerechtigkeit gekämpft. Auch in schwierigen Zeiten und in herausfordernden Zeiten für unseren Rechtsstaat. Vor allem aber haben wir viel erreicht. Wir haben mit einem Transparenzgesetz dafür gesorgt, dass die Bürgerinnen und Bürger endlich auch den Anspruch haben, die Informationen zu erhalten, die der Staat gesammelt hat und zur Verfügung stellen muss. Wir haben die kommunale Demokratie gestärkt, indem wir die Quoren für Bürgerentscheide und Bürgerbegehren vereinfacht haben und indem wir den Stadträtinnen und Stadträten mehr Rechte gegeben haben. Das ist ein Anfang. Vor uns liegen aber noch große Aufgaben. Mit Blick auf die nächste Legislaturperiode braucht es starke Grüne in diesem Parlament, die dafür sorgen, dass dieser Freistaat ökologischer, gerechter und demokratischer wird, als er es gegenwärtig ist. Dafür möchte ich als Landtagsabgeordneter weiter kämpfen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die Sicherheitsbehörden endlich ihren Job ordentlich machen. Wir brauchen einen Umbau des Verfassungsschutzes in diesem Land, denn eine Behörde, die viel zu spät darüber überrascht ist, dass etwas passiert ist, ist kein Frühwarnsystem, sondern eine Zumutung. Wir müssen gemeinsam den Kampf gegen Verfassungsfeinde intensivieren. Wir haben ein Gesamtkonzept Rechtsextremismus in diesem Land, in dieser Legislatur auf den Weg gebracht, aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. In Zeiten, wo erfreulicherweise endlich viele, viele Menschen ihr Gesicht zeigen für Freiheit, für Demokratie und für Menschlichkeit und gegen Menschenverachtung, braucht es gleichzeitig aber auch eine wehrhafte Demokratie, die die Zähne gegen ihre Feinde zeigt. Wir wollen für mehr Gerechtigkeit in diesem Land sorgen und weiter für mehr Demokratie streiten. Wir wollen auch weiter in schwierigen Zeiten die Fahne der Freiheit hochhalten, auch wenn es manchmal schwierig ist in Anbetracht der Bedrohung unserer Demokratie. Das alles sind große Herausforderungen, die ich gemeinschaftlich mit euch und einem grandiosen Spitzentrio bei dieser Landtagswahl angehen möchte und vor allem in der Zeit danach. Mein Name ist Valentin Lippmann, ich bin seit 2014 Mitglied des Sächsischen Landtages. Ich mache mit Leidenschaft Innenpolitik, ich streite mich gerne mit Innenministern, mit Koalitionspartnern und gerne auch mit der AfD und anderen Verfassungsfeinden. Außer Spesen und intellektuellen Schmerzen, Herr Barth, nichts verursacht hat, will nun binnen von acht Monaten etwas aufklären. Das ist ein Treppenwitz. Denn Streit ist wichtig für unsere Demokratie und konstruktiver Streit ist etwas, was uns nach vorne bringen kann. Das Ringen um die besten Lösungen ist etwas, wofür ich mich weiterhin gerne in diesem Landtag einsetzen will. Und ich möchte dafür kämpfen, dass Freiheit keine hohle Phrase ist, sondern etwas, das uns Verpflichtung in der Politik ist. Dafür kandidiere ich auf einem vorderen Listenplatz auf der Landesliste und in dem zentralen Wahlkreis Dresdens, dem Wahlkreis in der Innenstadt. Hier am Sitz des Landtages pulsiert nicht nur die Politik, sondern zeigt sich auch die Vielfalt Dresdens in all seinen Facetten. Ich glaube, dass man diesen Wahlkreis gewinnen kann und ich werde es versuchen. Gegen Barbara Klepsch, unsere Kulturministerin, die lieber Schneekanonen fördert, als sich um die Belange der Kulturschaffenden und deren große Sorgen und Nöte zu kümmern. Ich möchte diesen Wahlkreis aber auch gewinnen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Grüne zeigen können, dass wir, wenn wir gute Angebote und kluge Vorschläge machen, auch in der Breite unserer Wählerinnen und Wähler auf Resonanz stoßen, auf Zustimmung stoßen und auch Menschen für uns gewinnen können, die vielleicht bisher nicht Grün wählen wollen. Dafür trete ich an bei der Landtagswahl am 1. September und dafür bitte ich euch um eure Unterstützung.